Kehren wir noch einmal in die frühen 90er Jahre zurück. Oft bestimmen noch Silberlinge das Bild im Nahverkehr. Geschoben oder gezogen werden die alten Silberlinge von ozeanblau-beigen 111er. Bahnalltag Anfang der 90er Jahre. Eine 111er durfte Ende 1986 ein neues Farbkonzept vorstellen. Orientrot mit Latz. Die Lüftergitter haben jetzt ein dunkelgraues Band. Die Lok sahen nun deutlich gefälliger aus. Wie so oft stritten die Verantwortlichen um das neue Farbkonzept. Wie wir wissen, ist es heute verkehrsrot. Nur 51 111er werden in Orientrot mit Latz umlackiert. Es war die Zeit der bunten Bahn. Auch solche Zugkompositionen waren unterwegs. Wegen fehlender Steuerwagen rollen diese Züge als Sandwich-Zug. Auch zwei Werbeloks gab es. Einer davon wird im März 2002 vorgestellt. Die Lok ist im Grundton blau gehalten. An den Seitenflächen ziert ein Motiv des Musicals Tanz der Vampire die Lokomotive. Bis in die 90er Jahre ist München die Hochburg überhaupt. In einem DB-Film ist man im BW München Hauptbahnhof zu Gast.